Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Mit dem Motto: Deine Fitness, meine Aufgabe. Wieder mit ein bisschen was Informativen zum Thema: Welches Training ist das beste Training? Mit welchem Training kann ich am meisten Muskelmasse aufbauen? Diese Fragen kommen natürlich regelmäßig. Jeder will wissen, was man da alles machen kann. Grundsätzlich ein funktionales Krafttraining. Das heißt, das Heben von schweren Lasten von A nach B mit höchstmöglicher Qualität, was die Bewegungsausführung anbetrifft, ist immer noch das höchste Gut für den Muskelaufbau. Das heißt im Umkehrschluss nicht, dass CrossFit, was es alles gibt für neue Sportarten, die leicht extrem gehypt werden, nicht funktionieren. Nur wichtig ist, dass in der gesamten Thematik die Trainingstechnik passt. Es ist völlig egal, wie der Trainingsplan heißt, ob der Supersatz, Reduktionssätze, Push and Pull, Zweiersplit, ein Dreiersplit, sechsmal die Woche trainieren, Pit Force, HFT, es ist völlig egal. Die Trainingstechnik muss stimmen. Das kann auch TRX-Training sein. Das kann auch Calisthenics, bla 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 Training sein, was in aller Munde ist, Körperlasttraining. Das ist alles legitim, wenn gewisse Techniken stimmen. Wenn gewisse Strukturen passen, wie auch die Ernährung. Das ist völlig wurscht, welche Trainingsart, welche mechanischen Belastungen man sich aussetzt. Es gibt gewisse Grundregeln, die müssen eingehalten werden. Aber das höchste Gut, die höchste Muskelaufbaurate werden wir immer noch erreichen, wenn wir ein schweres Gewicht von A nach B bewegen. Wenn wir einen Fuß von A nach B bewegen, weil wir ihn wegkicken, wie in so manchen gymnastischen Arten, dann ist es auch Bewegung, das ist richtig. Aber der Widerstand, der hier entsteht, der ist natürlich wesentlich geringer. Und Muskulatur reagiert auf Widerstände. Das heißt, die Nummer 1 im Bereich des Muskelaufbaus ist immer noch: Schaffe ich es, meine Belastungsgewichte zu erhöhen? Schaffe ich es, die gesamt gehobene Last und die maximal gehobene Last zu erhöhen? Ja, ich schaffe es. Somit ist der erste Grundstein gelegt, dass neue Muskelmasse entstehen kann. Ich betone es nochmal, entstehen kann. Also Wunschkonzert gibt es hier keins. Jeder Mensch ist unterschiedlich strukturiert, der Mensch hat unterschiedliche Ausbeuten. Aber ganz klar, wer regelmäßig in regelmäßigen Zyklen trainiert, wer regelmäßig es schafft, die Belastungsgewichte zu erhöhen, Nummer 1 zum Beispiel, oder mit einem hohen Gewicht, wo man zum Beispiel 8 Wiederholungen geschafft hat, mit dem gleichen Gewicht 9 oder 10 Wiederholungen zu machen, oder sogar wie bei Pete Force 20 Wiederholungen, der hat natürlich alle Parameter, was maximalen Muskelaufbau anbetrifft, ausgereizt und wird den höchsten Erfolgsprozenten aufweisen. Klar, geht natürlich auch mit CrossFit. Nur ist es das Problem, dass im Moment CrossFit extrem gehypt wird und da werden natürlich sämtliche Trainingstechniken missachtet. Es wird voll mit Schwung gearbeitet, es wird zum Teil übers gesamte Raum rausgeredet, unterhalb des Raums, in verkürzten Bereichen. Es fehlt einfach die Trainingstechnik. Der Hintergrund ist der, es werden Menschen auf Dinge losgelassen, auf spezielle Übungen, die aus dem professionellen Sportbereich rauskommen, wo die Leute jetzt teilweise schon von Kindheit an damit trainiert haben, da werden einfach irgendwelche Nobodies genommen und sagen so, CrossFit ist in, geh mal Feuer auf, reiß das Ding hoch und runter, hauptsache du kriegst es hoch. So funktioniert es nicht. Genauso natürlich bei vielen anderen Übungen, wie Calisthenics zum Beispiel, beziehungsweise Körperlastübungen. Auch hier ist es so, gewisse Techniken müssen passen dazu, auch dann werdet ihr damit Erfolg haben. Nur ist es so, dass natürlich, wenn ich mit Körperlast arbeite, dass ich bis einen gewissen Bereich komme, weil ich einfach die Widerstände nicht mehr erhöhen kann. Wenn die Widerstände nicht mehr erhöht werden können, dann sind eigentlich die Reize, die im Körper ankommen, beziehungsweise der Körper verarbeiten muss, die gleichen und somit sagt der Körper, okay, die Reize kenne ich, die muss ich nicht mehr anders verarbeiten, da reicht meine Muskelmasse zu. Deswegen Nummer 1, Krafttraining, funktionales Krafttraining, bewege ein Gewicht von A nach B, das ist ehrlich zu dir. Entweder es ist zu schwer oder du packst es. Und wenn du es packst mit höchstmöglicher Technik, dann wird auch, wenn der Rest außenrum stimmt, Ernährungsverhalten, Parameter, Reizzeitfenster, Parameter, Zielmuskelfokussierung ohne Umgeschwung arbeiten, wird dein Muskel auch seine maximale Möglichkeit ausschöpfen, um zu wachsen. Das war's, Andreas Trienbacher zum Thema: Andreas, bringe meinen Muskel zu wachsen. Ihr wisst Bescheid, halte die Regeln ein und dann wird natürlich auch maximale Resultate möglich sein. Bis dahin, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, dein Krafttraining, dein Muskelaufbau, mein Training, meine Arbeit.